Mann, ich habe vergessen, meine Lieblingsjeans zu waschen. Nimm ich die hier. Ich muss noch so Hals über Kopf nach Brüssel fahren. Weil es eine Riesenchance ist, Tanja. Du kannst mir ein bisschen Shampoo abfüllen von dir. Ich habe es nicht mehr geschafft, welches zu kaufen. Ja, ja, klar. Sieht mir trotzdem alles verdammt nach Flucht aus. Habe ich mal wieder recht, oder? Ja. 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 Weißt du, es ist einfach so, vom Kopf her weiß ich doch, dass er mein Bruder ist. Aber ich liebe ihn einfach noch. Und ich liebe ihn mehr als eine Schwester. Mehr als ich darf. Er hat mich geküsst. Nee. Auf die Wange. Aber er war mir so nah und ach Gott, ich spüre immer noch seine Lippen. Ich muss einfach endlich langsam mal zu mir kommen, verstehst du? Hey, du hast es bis jetzt echt ganz gut auf die Reihe gekriegt. Na, wart mal ab. Nach deiner Auszeit in Belgien wird alles ganz gut. Was heißt denn hier Auszeit? Ich mach doch keinen Urlaub. Ich werde mich jetzt richtig schön in die Arbeit stürzen. Und irgendwann bist du so wie Cora Franke. So ein bisschen Herz und Gefühl habe ich schon noch. Im Moment sogar zu viel. Zerbrich dir mal nicht deinen Kopf, Süße. Du wirst deine Gefühle für Alexander schon noch hinkriegen. Ja, ich habe nur gedacht, dass es leichter geht. Oh, ich muss mich beeilen. In 4 Stunden geht der Nachtzug schon. Hat Werner dir kein Taxi oder ein Shuttle gecheckt? Nee, das wollte ich nicht. Ich fahre mit dem Bus nach München. Schön blöd. Ey, ich bin Laura Mahler, keine Saalfeld. Ah, okay. Du, was ist denn jetzt mit Maxim eigentlich? Maxim? Na, wegen der gestohlenen Zeugenaussage und so. Ach, lassen wir jetzt erstmal Gras drüber wachsen, ob er es nun geklaut hat oder nicht. Hauptsache, die Zeugenaussage ist vernichtet. Hm. Und wenn es doch eine Kopie gibt? Ach, die wäre längst aufgetaucht. Na ja, wahrscheinlich. Werde ich ganz schön vermissen. Oh, Tanja. Ich bin doch bald wieder da. Ja. Dann kommt ja so ein schnuckliger, junger, attraktiver, leckerer Konfiseur. Dann sieht die Sache ganz anders aus. Mm-mm, das kann mir im Moment überhaupt nicht passieren. Mit 2 starken Single-Frauen wie mir, hm? Ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich auch. Du willst doch nicht einfach abhauen, um mir Tschüss zu sagen, oder? Woher weißt du überhaupt, dass ich wegfahre? Laura, als guter Restaurantleiter habe ich meine Augen und Ohren überall. Ja, das stimmt, das hast du. Und was willst du hier? Na, ich hatte Pause und da dachte ich, ich schaue mal vorbei. Ach, ich wollte dich einfach noch mal sehen, bevor du fährst. Wie soll ich bloß eine Woche ohne deine süßen Küsse aushalten? Ach komm, wenn ich wiederkomme, habe ich noch viel tollere Kreationen. Die heißen dann Brüsseler Liebe oder Belgischer Traum oder Kakao oder... Kakao, süß, wie du das aussprichst. Das ist blöd. Hey, wenn du zurückkommst, bestehe ich auf Kakaopralinen, okay? Ich hoffe, du kommst zurück. Lars, ich bin sehr froh, dass ich einen Freund habe wie dich. Ehrlich. Ich wünsche mir Glück, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Mach ich. Und fall mir nicht in die Schokoladentöpfe, okay? Wenn was ist, du kannst jederzeit anrufen. Tag und Nacht. Danke. Pass auf dich auf. Ciao. Tschüss. Funktion als Geschäftsführer möchte ich... Guten Morgen, Maxim. Dein Klopfen habe ich wahrscheinlich überhört. Ich will mein Erbteil aus dem gesamten Unternehmen. Doch nicht etwa wegen unserer kleinen Meinungsverschiedenheit gestern, oder? Das sind ja wohl Peanuts gegenüber der Tatsache, dass dein Vater ein Mörder ist. Es war ein Unfall. Hörst du mir nicht zu? Ich will mein Geld. Und zwar bevor es zu spät ist. Du weißt sicher, dass unser Kapital gebunden ist.
Mit den wenigen flüssigen Mitteln müssen wir erstmal einige Verbindlichkeiten begleichen. Zum Beispiel die Hypothek auf dem Fürstenhof. Das ist mir ganz egal, dann verkaufe ich eben ein paar Hotels. Oh, Maxim, ich hatte gehofft, in dir steckt wenigstens der Hauch eines Unternehmers. Okay, du willst es ja nicht anders. Wenn du mir mein Geld nicht gibst, dann gehe ich zur Presse und erzähle denen alles über deinen sauberen Vater. Keine gute Idee, Maxim. Wirklich nicht. Dann droht der gesamten Hotelkette ein gigantischer Wertverlust, wenn nicht gar der Ruin. Was das für dein Erbteil bedeutet, brauche ich dir nicht zu erklären, oder? Du entschuldigst mich, ich möchte gern weiterpacken. Ich krieg mein Geld. Verlass dich drauf. Ja. Flugtickets. Flugtickets? Ja. Hast du die nicht? Du wolltest sie. Nein, du wolltest sie einstecken. Nein, du wolltest sie einstecken. Schatz, du hast alle die Flugtickets. Wusste ich doch. Komm rein, los. Komm wir hier nie weg. Hallo, schöne Frau. Na? Seit wann bist du wieder da? Wir leben gerade jetzt. Und du? Seit 10 vor jetzt. Magst du einsteigen? Ich fahr dich nach Hause. Also, Entschuldigung, ich steig doch nicht zu jedem Erstbesten ins Auto ein. Meinetwegen, okay. Bist du jetzt beleidigt? Ja, tödlich. Ich würde aber wirklich lieber zu Fuß gehen. Ich bin so gerädert von der Zugfahrt. Gut. Komme ich eben zu Fuß mit. Danke. Ups. Wo ist Katharina? Glaubst du, wir brauchen eine Anstandsdame? Sie wollte direkt den Flughafen in die Galerie fahren. Sie kommt später nach. Und wie war's in Paris? Schön. Schön, sehr schön. Ja. Brüssel? Schön. Interessant. Ach so. Rein beruflich. Ja, ich freue mich, wenn du dich inspirieren lassen konntest. Das ist ein Wahnsinn, dass sie da in Sachen Schokolade auf die Beine stellen, ja? In jeder noch so kleinen Konfiserie. Da gab es einen ganz kleinen Laden, da arbeitet eine alte Frau, die macht alles selbst. Ja, die Herstellung, den Verkauf, da hat das geduftet, das war... Fast so gut wie bei deiner Oma. Bisschen besser, ehrlich gesagt, sogar noch. Und die hat auch nicht an jeden verkauft, also wenn ihr irgendeine Nase nicht gefallen... Tanja, hallo. Ich bin gerade wieder Was? Warte mal langsam. Du bist völlig aufgeregt. Was? Ja, die kenne ich. Mhm, ich komme. Was ist los? Unsere Wohnung wurde ausgeräumt. Komplett. Ich soll jetzt aber ganz woanders hinkommen, ganz schnell. Gib doch den Wagen. Mhm. Okay. Oh Gott sei Dank. Muss aber schnell. Hat den Chauffeur. Laura, alle Einzelheiten über Brüssel bitte später, weil... Was ist denn passiert? Unsere Bude ist komplett leergeräumt. Meine Mutter hat mir jetzt SOS geschrieben. Deine Mutter ist da? Seit wann denn? Ah, viel zu lange. Tanja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass deine Mutter damit was zu tun hat. Ich weiß es nicht. Die hat mich hierher beordert. Und wo sind unsere ganzen Sachen hin? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich entspannt. Laura, wenn ich sage komplett, dann meine ich alles, okay? Die Andenken von deinem Vater, mein Brillantring. Was will denn deine Mutter mit den Sachen von meinem Papa? Na, weiß ich doch nicht. Die hat mir eine SMS geschickt, dann bin ich hierher gehetzt und ich bin fertig.
Ich habe Angst. Vor deiner Mutter? Nein, nicht vor meiner Mutter, sondern dass sie das gemacht hat, dass sie meinen Brillantring verscherbelt hat. Ich schwöre, ich weiß nicht, was ich mache. Hat sie wieder Schulden, ja? Ja, klar. Natürlich hat sie Schulden. Und die Geldantreiber waren bei mir. Toll, ne? Ja. Oh Gott, du Arme. Aber was jetzt? Ich muss sogar dran denken, wie ich in deiner leeren Wohnung stand mit deinem Gerichtsvollzieher. Nein, du fängst es bitte nicht damit an. Hör mal auf. Ich weiß, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Komm, wir gehen jetzt mal rein. Ist kalt. Ja. Was erwartet mich denn jetzt? Was ist das denn? Oh, Laura! Oh, hallo. Das ist schön, dich zu sehen. Hallo. Ist es nicht wunderschön hier? Ich schufte den ganzen Tag für euch und jetzt sehe ich überhaupt erst, wie großartig diese Wohnung ist. Ach ja. Das Stübchen unterm Dach war ja ganz schnucklig. Aber für eine künftige Millionärin ist es doch viel repräsentativer hier. Hier sind Papas Sachen. Schau mal, Tanja, es ist alles da. Apropos, Mama, wo ist mein Ring? Welcher Ring? Ich sag's dir, wenn du meinen Brillantring verscherbelst. Also, hör mal. Hier. Was glaubst du, was ich mit deinem Ring mache? Ich weiß doch, wie wertvoll der ist. Also jetzt braucht der Vermieter nur noch deine Verdienstbescheinigung. Und dann? Laura, du kannst natürlich selbstverständlich auch mit auf den Vertrag. Wie Vermieter? Vertrag? Was denn für ein... Ja, was glaubt ihr denn? Umsonst ist so eine Top-Wohnung leider nicht. Du hast den Mietvertrag schon unterschrieben. Ja, ich muss schon sagen. Für die Größe, die Ausstattung, die Lage. Das ist einfach ein Sportpreis. Moment mal, aber die Dachkammer gibt's schon noch, oder? Ja, die ist halt jetzt nur leer. Komm, ich lauf. Welches Zimmer nimmst du? Nee, warte mal, ich möchte, glaube ich, lieber in der Wohnung bleiben, in der anderen. Ja. Ach, schade. Aber irgendwie können wir das verstehen, oder? Wir zwei Liebertsfrauen im Doppelpark, das haut die stärkste Mitbewohnerin um. Ich hole die ganzen Sachen dann später wieder ab. Du kannst mich jetzt nicht allein lassen. Tanja, ich bin gerade erst wiedergekommen. Es ist doch soweit alles in Ordnung. Oh, Laura, du musst unbedingt auf einen Einweihungssekt vorbeikommen. Ich will alles über deine aufregende Reise hören, ja? Mhm. Tschüss. Obwohl. Obwohl was? Ach, nichts. Ich habe nur gerade an den Laden denken müssen, aber der ist mir egal. Hier ist nichts mehr so, wie es früher war. Tja, Veränderung ist doch erstmal was Positives, oder? Sieht man schon am wiedereröffneten Westflügel, der ist toll geworden. Komm her, Bruder. Na, Herr Hoffmann, Herr Saalfeld. Das ist aber auch wirklich das einzig Positive hier. Was ist denn hier für eine Stimmung, bitte? Robert. Ja, ich bin raus. Was ist los mit dir? Weißt du nicht, was du Vater zum Geburtstag schenken sollst? Komm mit.